Muckefuck ist im Rheinland die Bezeichnung für einen sogenannten falschen Kaffee, also für einen Ersatzkaffee, früher auch bei uns genannt Karo-Kaffee. Muckefuck, das weiß im Grunde auch jeder Rheinländer und jede Rheinländerin, geht auf das Französische zurück. Moccafaux, also der falsche Mokka, ist da die Grundlage. So schön diese Erklärung auch wieder ist, wie viele französische Erklärungen, so falsch ist sie leider auch wieder. Andererseits ist aber auch Muckefuck tatsächlich ein rheinisches Wort, ist aber im Bergischen Land wohl entstanden. Und zwar heißt Fuck eigentlich im ganzen Rheinland faulig und verfault. Und Muck ist der Moder, der in so vermoderten Baumstumpfen drin ist. Der wird Mucke genannt. Das ist Muckefuck, genau das, was beim Kaffee unten so als Kaffeesatz eigentlich so drin ist. Das ist die Erklärung für den Muckefuck.